Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Aktuell läuft sie wieder, die Woche der Wiederbelebung. Das ist eine bundesweite Aktion und auch das Hamburger Abendblatt vergibt gemeinsam mit Asklepios den Lebensretterpreis an Hamburger, die beherzt eingegriffen haben und Leben gerettet haben. Doch wie macht man das eigentlich? Wie überwindet man die Angst, etwas falsch zu machen? Und wie reanimieren eigentlich die Profis? Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich auf meinen Gast, Professor Dr. Alexander Ghanem. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Ghanem ist Chefarzt für Kardiologie und internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf diese neue Folge der digitalen Sprechstunde. Ja, Professor Ghanem, Stayin' Alive können wir jetzt nicht spielen, atemlos auch nicht, aber wir können es summen, denn ich glaube, das sind Hits, die den Takt vorgeben, wenn man wiederbeleben muss. Ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Also wir wollen natürlich nichts falsch machen, aber wenn man ganz ehrlich ist, kann man nichts falsch machen. Dieser Mensch, dem wir da helfen wollen, der ist kollabiert, der ist bewusstlos, der ist klinisch tot. Und dieser Patient kann nur eine Chance haben, wenn man prüfen, rufen, drücken vollzieht. Das heißt, prüfen erstmal, ob jemand noch atmet, korrekt? Richtig. Ist er sozusagen in der Lage, sich zu wehren, wenn ich ihn anspreche, mir so eine Reaktion zu geben. Wenn ich dann beginne, eine Wiederbelebung, also die Thoraxkompression, so nennt sich das, Herzdruckmassage, sagt man, oder? Das ist die Herzdruckmassage. Ja. Der würde sich wehren, wenn der nicht klinisch tot wäre. Und diese Reanimation, diese Wiederbelebung, die wird in diesem Takt vollzogen. 100 bis 120 Drücke pro Minute, 5 cm tief in der Mitte des Brustbeins. Und deshalb sind diese 120, 140 BPM von Staying Alive so eingängig. Wenn man das summt, dass man sich daran orientieren könnte. Und sich Mut macht, ja. Und das Wichtigste, glaube ich, ist natürlich auch, dass die Menschen, die dort klinisch tot sind, von jeder Minute profitieren. Also selbst wenn sie 3 Minuten warten, ist es nur noch halb so wahrscheinlich, dass der Patient überlebt. Und im Mittel brauchen die Rettungsmittel, also Rettungsdienst, Notarzt, 8 Minuten. Ja. Das heißt, Sie sind der Lebensretter und gar nicht so sehr der Arzt oder der Rettungsassistent. Aber natürlich ist das eine Verantwortung, wenn man sich die bewusst macht, die erstmal Angst auslösen kann, ne? Wenn natürlich man zu lange drüber nachdenkt, vermutlich. Natürlich. Also man hat eine Verantwortung, aber Sie sagen ja auch rufen, also unbedingt natürlich den Rettungswagen rufen, bevor man beginnt. Gerade wenn man allein ist, ist auch jede zweite Hand, die zum Beispiel das Handy bedient, wichtig. Ja. Also mit Prüfen, Rufen, das Rufen dabei ist auch einfach jemand aus dem Büro, der dazukommt und schon mal das Handy bedient, während ich dann die Kompression mache, also die Massage. Genau. Und dieses Rufen 112 ist dann tatsächlich auch sehr standardisiert. Es ist sogar so, dass in Hamburg oder Schleswig-Holstein Patienten oder die Anrufer angeleitet werden zur Reanimation und die Helfer gar nicht allein gelassen werden. Das erzählen auch die Preisträger eigentlich jedes Jahr sehr emotional, wie sie aber da durchgeführt wurden durch diese Situation und dass das eben sehr geholfen hat, diese Wartezeit ja am Ende dann doch zu überbrücken, bis der Arzt, bis der Rettungswagen dann da ist. Ja, das können sehr lange Minuten sein. Also es kommt einem zumindest vermutlich so vor. Dann. Richtig. Und bis man dann im 4. Stock ist mit diesem ganzen Gepäck. Also ich sag, jede Minute zählt und man kann nichts falsch machen. Einfach machen. Richtig. Was ist mit Defibrillatoren? Wenn die da sind, ist das natürlich gut, aber man muss sie natürlich auch bedienen können. Ne? Ist auch mal so ein Hemmnis. Ja, das könnte hemmen. Zum Beispiel in unserem Fitnesscenter ist so ein Defibrillator, an vielen öffentlichen Plätzen, Flughafen. Die sind hilfreich und die leiten einen an. Mhm. Also sie sprechen mit einem, sobald man die Packung aufmacht und die Elektroden aufklebt, wird dann analysiert, ist der Rhythmus schockbar oder nicht. Da kann man nichts falsch machen und das Wichtige: Ein Drittel unserer Patienten haben tatsächlich einfach nur einen elektrischen Unfall und profitieren von einer frühen Defibrillation. Was heißt elektrischer Unfall? Ja, das sind im Grunde genommen angeborene Veränderungen im Herzen. Von denen man nichts weiß. Von denen man nichts weiß. Es gibt natürlich auch andere Ursachen. Häufig sind tatsächlich die Rhythmen, die zum Kollaps führen, schockbar und die Patienten profitieren vom Defibrillator. Aber auch dafür braucht man wieder ein paar Hände. Das heißt, ja, klar. Rufen von Hilfe,
und gucken, wo dieser Defibrillator ist, ist sicherlich nicht falsch. Und das Drücken, das ist erstmal wichtig. Gut, das haben wir uns schon mal gemerkt, nehmen wir schon mal mit. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn die Profis kommen, was machen Sie dann? Wie reanimieren Sie und was hat sich da auch getan? Ja, wir sind letztlich durch die Medikamente, die wir geben, sehr limitiert. Es gibt nur zwei relevante Medikamente, die wir geben. Okay. Aber wir sichern beispielsweise den Atemweg. Ja. Das ist anders, als man das beim sogenannten Basic Life Support macht, also die Alleinreanimation. Da wird auf die Atmung überhaupt nicht fixiert. Und natürlich jegliche Art von Ursachenbekämpfung. Das heißt, nehmen wir mal an, Sie haben einen Motorradunfall ja. und werden dabei wiederbelebt. Kann es sein, dass das Rippenfell eingerissen ist und Sie bedürfen einer gewissen Drainage? Diese Dinge macht dann ein Notarzt auch ja. dann vor Ort, um überhaupt Kreislauf zu ermöglichen. Deshalb ist es schon so, dass man mehr macht als der Laie. Ja. Aber es ist kein großer Unterschied. Ach, wir geben Medikamente, ja. wir geben eine Atemhilfe mit so einem Schlauch. Mhm. Aber wir sorgen insbesondere dafür, dass die Patienten rasch einem, sagen wir mal, umfassenden Klinik-Assessment unterlaufen. Also 2 von 3 Patienten haben entweder einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie als Ursache dieses Kreislaufstillstands. Und das ist natürlich etwas anderes. Jetzt ein Eriksen, der 2021 bei der EM der Fußballspieler, ne? Ja, genau. Fußballfeld tot umfällt. Ja. Das ist jemand, der hat keinen Herzinfarkt. Der hat so einen elektrischen Unfall. Hat ja jetzt wieder ein Tor geschossen. Also der ist richtig, ja wieder richtig fit richtig, und war klinisch ja. tot. Ein absolutes Wunder, nicht wahr? Das schönste ja. Tor der EM. Und deshalb mit ist der es, Geschichte sowieso. Ja, ja, definitiv. Und deshalb ist es für mich immer wichtig zu sagen, die Laien machen etwas, die Profis machen nochmal etwas Zweites. Aber das Dritte, in der Klinik, die Forschung nach Herzinfarkt, Lungenembolie, insbesondere weil man das ja auch ursächlich behandeln kann, mit einem Stent ja. oder mit der Entfernung dieses Embolus in der Lunge, kann man diesen Patienten tatsächlich auch vorwärts bringen. Und deshalb ist es ein Dreisprung, zunächst die Laienreanimation, dann die Profis ja. und dann die Klinik. Und diese extrakorporale Reanimation, so heißt das ja, glaube ich, was genau ist das? Ja, das ist letztlich eine Herz-Lungen-Maschine. Ach so, okay. Eine Brücke ins Leben zurück. Also ja. sie sind klinisch tot. Ja. Und das Herz, muss man sich vorstellen, wie, wir sind ja hier in Hamburg, kann man ja von der Eisprinzessin, Eiskönigin sprechen, ist wie eingefroren. Also man muss dann tatsächlich, da muss Elsa, Anna wieder auftauen. Ja. Und diese Zeit, das bedarf tatsächlich 1-2 Tagen, bis das Herz wieder in der Lage ist, tatsächlich auch auszuwerfen und auch diese Kreislauffunktion zu übernehmen. Und die überbrücken wir mit dieser Lebensbrücke, kurz wird sie auch ECMO genannt. Das ist letztlich die Herz-Lungen-Maschine, die auch bei der Corona-Pandemie geholfen hat, ah, ja. die auch jetzt benutzt wird, um diese eingefrorenen Herzen wieder aufzutauen. Verstehen. Und das passiert natürlich dann in der Klinik, in den entsprechenden Zentren. Richtig. Diese Patienten werden an diese Maschine angeschlossen, mhm. um das Gehirn, davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, das leidet ja sehr schnell. Richtig, das ist ja das wichtigste Organ in diesem ganzen Zyklus, um diesem Gehirn die Möglichkeit zu geben, keinen Schaden zu nehmen. Mhm. Übernehmen die Maschinen, Herz und Lunge werden ersetzt. Ja. Und in dieser Zwischenzeit, wo die Maschinen diese Funktion übernehmen, in der erholt sich das Herz und kann auch das Herz repariert werden. Also ein Verschluss einer Ader wird unter stabilisierten Kreislaufverhältnissen eröffnet ja. oder eine Lungenembolie wird entfernt. Ja. Und in der Zwischenzeit gibt es aber keine Beeinträchtigung der Hirndurchblutung. Also das heißt, man ist an der Maschine während des Eingriffs dann? Das ist so, richtig. Die ja. Maschine wird zuerst implantiert. Es dauert in der Regel 10 Minuten. Okay. Und dann hat man nochmal Zeit, um diese sehr häufig komplexen Prozeduren durchzuführen. Da müssen verschlossene Adern wieder eröffnet werden. Manchmal muss auch mal eine Klappe implantiert werden. Also das sind schon auch ja. längere Prozeduren und da ist so eine Überbrückung mit so einer ECMO überlebenswichtig. Nun haben Sie schon gesagt, die Patienten müssen dann irgendwo in ein Zentrum, das muss natürlich fachmännisch abgeklärt werden, auch was ist die Ursache dieses Zusammenbruchs. Und nun sind wir in Hamburg sehr gut versorgt insgesamt und ich glaube, Asklepios hat sich da auch zusammengeschlossen, dass es dann ein Zentrum gibt, richtig? Wie machen Sie das? Ja, wir haben zumindest bei der Rettungsleitstelle die Telefonnummer hinterlegt, die dann auch in der Lage ist, zu disponieren. Natürlich ja.
ist das UHZ auch vertreten als Cardiac Arrest Center. Ja, so heißt es sozusagen neudeutsch, ne? Wenn man sagt, das ist ein Zentrum für Patienten, die wiederbelebt wurden. Richtig. Ja. Aber in unserem Verbund ist es so, dass wir zahlreiche Cardiac Arrest Center haben und nicht immer ist ja auch etwas in der Nähe. Das heißt, wir suchen über diesen Kontakt die nächste freie Maschine, das nächste freie Team in der Nähe dieses Patienten. Und das ist natürlich enorm erleichternd für den Rettungsdienst und natürlich auch für zu verlegene Krankenhäuser. Und wie viele Patienten behandeln Sie zum Beispiel aktuell, die wiederbelebt wurden? Haben Sie da einen Überblick? Also in unserem Haus sind es zwei. Okay. Eine Patientin an der ECMO, eine Patientin an einer anderen Pumpe, einer sogenannten Impeller-Pumpe. Das ist ein anderes System, was nur in Anführungsstrichen das Herz ersetzt, nicht auch die Lunge. Und das wird sozusagen eingesetzt in Fällen von mittelschweren Herzinfarkten mit Schock. Bei Wiederbelebungen ist es die ECMO. Das heißt, zwei dieser 24 Bettplätze sind allein mit Herz-Lungen-Maschinen belegt. Ja. Sie hätten Kapazität für mehr? Oder ja, sind genau. Ja. Wir haben drei ECMOs vor Ort und zwei Impellerpumpen. Und sobald eine Pumpe voll belegt ist, werden Leihgeräte geordert. Also das ist an allen Standorten so, die sich um so etwas kümmern. Wir wollen tatsächlich stets und ständig annahmebereit sein, sowohl mittwochs morgens als auch samstags mitten in der Nacht. Ja, ja. Und wie lange sind die Patientinnen und Patienten dann in der Regel in diesem Center? Im Mittel sind Patienten, die reanimiert worden sind, 75 Minuten reanimiert. Aha, das sind okay. Also lange Reanimationszeiten. Ja. Und die Entwöhnung von der Maschine dauert 5 bis 7 Tage. Ah ja, okay. Und je nachdem, welche Komplexität das aufweist, brauchen die Patienten nochmal 2 Wochen, um wieder auf den Beinen zu stehen. Ja. Also die Überlebensraten sind aktuell 25%. Also 3 von 4 schaffen es gar nicht aus der Klinik raus. Ja, das ist natürlich keine so gute Bilanz. Keine gute Bilanz. Aber wenn sie wiederbelebt worden sind und sie haben diese Maschine nicht und sie haben eine Viertelstunde Wiederbelebung in den Knochen, dann schaffen es nur 3% aus einer Klinik wieder raus. Und deshalb erhoffen wir uns tatsächlich von diesem umfassenden Angebot eine deutliche Verbesserung der Versorgung in Hamburg und der Umgebung. Okay, und gibt es denn irgendwelche technischen, medizinischen Innovationen, auf die man noch hoffen kann, um diese Bilanz zu verbessern? Ja, ich glaube, die höchste Innovationskraft hat tatsächlich die Schulung der Laien. Ja. Wir sind jetzt 2016 mit 20% gestartet, sind in 2024 bei 40%. Norwegen, Tschechien 80%. Aha. Also europaweit haben wir noch Nachholbedarf. Aber immerhin haben wir uns gesteigert. Wodurch denn? Dadurch, dass es an Schulen auch zum Beispiel angeboten wird, Erste-Hilfe-Kurse? An Schulen. Es gibt tatsächlich auch viele Apps, die helfen. Und natürlich die Laienreanimation am Telefon, Telefonreanimation. Ja. Und natürlich Aufklärung. Ja. Also wir denken, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber die wirkliche Innovation in dem Gebiet ist die Schnelligkeit in der Allokation, also im Auffinden geeigneter Zentren und natürlich das ultimativ schnelle Anschließen an eine solche Maschine. Also wir propagieren jetzt in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie die 20-20-20-Regel. Wir sagen 20-20-20 bis 2025. Und was sind diese 3x20? Das sind die 60 Minuten der goldenen Stunde der Wiederbelebung. In dieser ersten Stunde muss man nämlich den Erstversorgungsschritt, den Transportschritt und den Anschlussschritt vollziehen. Das heißt, 20 Minuten für die Erstversorgung. Also der Laie im kurz, weil bis dahin muss auch der Rettungsdienst da sein. Ja. Dann muss der Transport innerhalb von 20 Minuten stattfinden in ein solches Zentrum. Ja. Und dort muss innerhalb von 20 Minuten auch so eine Maschine angeschlossen sein. Okay. Also die goldene Stunde ist extrem kurz und die Ankopplung, diese Orchestrierung, die ist total wichtig. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Innovation, die wir aktuell verfolgen. Okay. Und wir haben schon über Eriksen gesprochen. Haben Sie denn ein Beispiel aus Ihrer klinischen Praxis von einer Patientin, einem Patienten, wo Sie dachten, schwierig, aber ist gerettet worden und steht jetzt wieder im Leben? Schießt vielleicht keine Tore, aber wo Sie sagten, Also wir haben tatsächlich meine Nachbarin wiederbelebt. Ach, tatsächlich? Ja. Also es ist so, dass wir eine junge Frau, Sie müssen sich vorstellen, die hat in der Nacht zuvor in einem Hotelzimmer allein gelegen. Die wäre dann, wenn es einen Tag vorher passiert wäre, tot aufgefunden worden im Bett. Die wurde von ihrer Tochter
und ihrem Mann wiederbelebt. Aha. Wie alt ist die Nachbarin? Die war keine 35. Oha. Und diese junge Frau ist so wie Eriksen mit so einem elektrischen Kurzschluss im Herzen, also einer genetischen angeborenen Voraussetzung für plötzlichen Herztod, ist sie wiederbelebt worden, war kurze Zeit auch an den Maschinen, wurde dann aber entwöhnt und ist im Leben, versorgt weiter ihre Tochter. Ja. Und das Interessante dabei ist, sie ist jetzt mit einem solchen Defibrillator ausgestattet. Also sie trägt ihn mit sich rum. Ah, okay. Sie ist jetzt geschützt. Ja. Und hilft uns dabei, Menschen darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, mutig zu sein und zu drücken. Ja, gut, da hat der Mann natürlich auch sofort reagiert und die junge Tochter ja wahrscheinlich dann auch. Und sie sind dazugeholt worden, oder? Ja, also der Rettungsdienst ist dazugeholt worden, aber sie landete in meinem Krankenhaus. Ach so, und dann haben sie gedacht, ist, Mensch, ist ja meine Nachbarin. Ja, das ist schon, muss man sagen, ein sehr eigenartiges Gefühl. Das heißt, die Einschläge kommen immer näher. Also nicht nur vom Alter, sondern tatsächlich auch räumlich. Ja, ja. Und ich kann nur sagen, dass wir mit dieser Geschichte auch an die Patienten, an die Laien und in die Herzen kommen. Denn diese Menschen, das sind keine Nummern. Ja, ja. Das sind tatsächlich Mütter von Kindern, Ehefrauen von Männern, Töchter von Eltern. Ja, und ja. Wir müssen uns um diese kümmern. Ja. Wollen wir nochmal schauen auf die Herztage? Die finden nämlich bald in Hamburg statt, wo Sie sagen, ins Herz gucken, da passt das ja ganz gut. Und Sie sind der Tagungspräsident, glaube ich, auch bei diesen Herztagen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Was passiert da in Hamburg? Worüber sprechen Sie da mit den Kollegen? Also wir freuen uns sehr, dass wir die Herztage nach Hamburg holen konnten. Das sind die nächsten 3 Jahre hier immer im Herbst. Ah, ja. Und um den Tag oder die Woche der Wiederbelebung oder den Herztag am 29.09. Ja. Und wir kümmern uns um die Aktualisierung der Kenntnisse. Das heißt, es geht um neue Studien. Das heißt, es kommen sozusagen Kollegen aus ganz Deutschland zusammen? Es kommen 4000 Kardiologen aus ganz Deutschland. Wir präsentieren sowohl die neuen Studien als auch Prozeduren. Also es geht auch um Kenntnisse. Da werden Prozeduren live übertragen oder aufgezeichnet. Operationen, ne, Operationen werden dann dort gezeigt. Ja. Kollegen werden geschult. Und wir machen Workshops, beispielsweise an Simulatoren, und gehen da ganz in die Tiefe. 3 Tage lang geht es rund um den Patienten mit Herzerkrankung. Und können Laien auch dabei sein oder ist es eine reine Fachtagung? Also es gibt tatsächlich auch Laien oder auch Assistenzpersonalveranstaltungen. Ja. Aber das Allermeiste ist fachlich. Ja. Da geht es ja um alle Sektoren. Ne? Niedergelassene Klinikärzte, Reha-Ärzte, alle sind herzlich eingeladen und nehmen aktiv teil. Und wir rechnen, wie gesagt, mit knapp 4000 Gästen. Das ist viel, und ja. Einer guten wo ist das dann? Im Kongresszentrum CCH. Am Domtor. Mhm. Genau. Dort wird auch hin live übertragen aus verschiedensten Zentren aus Hamburg, aber deutschlandweit. Und haben Sie Ihre Begrüßungsrede schon fertig? Oder? Ja, die wird sehr kurz. erfahrungsgemäß hört dann niemand zu. Und so. Das sind nur 3 Sätze. Aber die haben Sie schon, die 3 Sätze. Haben wir parat. Genau. Und geht es dann auch natürlich auch ein bisschen um die Wiederbelebung? Also ist sowas auch Thema, wenn Sie sagen, hier bei einer Nachbarin eine solche Geschichte könnte da vorkommen? Richtig. Also wir haben sowohl eine Pressekonferenz als auch einen großen Awareness-Tag. Wir machen so ein Drohnenflugfoto einer ganzen Gesellschaft in Herzform. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es neben Hamburg, in der es solche Initiativen für Wiederbelebung, ECPR, tatsächlich gibt, auch in anderen Städten, großen Metropolregionen, dass wir da viral gehen. Mhm. Darauf wollen wir aufmerksam machen und das passiert tatsächlich am letzten Wochenende des Septembers. Haben wir schon mal ein bisschen Werbung gemacht und wir haben heute vor allem, finde ich, sehr gut aufgeklärt über die Wiederbelebung, dass man nichts falsch machen kann als Laie und was vor allem dann auch passieren muss und passiert, wenn die Profis übernehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind oder auf dem Kongress? Ja, also gestern haben wir Großkindergeburtstag gefeiert. Ja. Wir haben 2 Jungs mit 6 Jahren, die sind sehr zeitintensiv, und ein großes Mädchen mit 8. Okay, Das ist sozusagen das Hobby nachmittags. Und da sind Sie auch gut beschäftigt. Da muss man auch immer gucken, dass nichts passiert. Ja, ist richtig. Hat weniger mit dem Herzen zu tun. Man muss schnell sein, ja, das stimmt. Genau. Und es gibt natürlich noch ein bisschen Sport. Also ich versuche es mit dem Alltag zu kombinieren. Ich gehe schwimmen vor der Arbeit. Ja, oh Wahnsinn, jeden Tag? Nee, 3-mal die Woche. Ja, aber trotzdem. Mhm. Ja, Mensch. Dann alles Gute, auch natürlich für die Herztage. Und vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.